Schau mal da, welches der fünf Objekte passt nicht dazu? Welches dieser A, okay, jetzt. Der fünf passt nicht dazu. Bei uns ist kreatives Denken gefragt, bewirb dich jetzt. Boah, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich gibt es gar keine richtige Antwort, sondern Antwort. Die wollen nur analysieren. Okay, der das sagt, ja, die denkt weiter. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich, oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil potenziell, auf den ersten Blick könntest du sagen, eigentlich Nummer 2, weil die Striche nicht da sind. Oder Nummer 4, weil es halt blau ist anstatt schwarz. Genau, genau. Weil jeder hat andere Ansichten. Vielleicht ist es deswegen. Ja. Schon gut gemacht. Er hat sich den Fett nächstes Jahr groß gegönnt. Er hat es bei mir gesehen, er meinte so, er schafft locker 2 davon. Das ist echt ein Mensch. Der ist schon echt krass. Ist nur Vorspeise, Leute, keine Angst. Da kommt noch was Saftiges. So, danke. Das habe ich mir gegönnt. Calamari Gyros Teller. Was ist der Laden? So, was saftig. Also es hat sich herumgesprochen, als ich gezeigt habe, wie krank diese Pita war, wie riesig. Da sind ein paar hierher gekommen und meinten, können wir bitte die große Pita auch haben. Also Marketing, also Influencer-Marketing echt unterschätzt, finde ich. Also das bringt schon was, wenn Leute posten, das zeigen, dann sehen andere Leute das, denken sich, boah, auch geil, will ich auch mal. Und dann gehen die dahin und dann verbreitet sich das halt. Wirklich. Mundpropaganda auch. Ja, das ist einfach modernes Mundpropaganda, ja. Echt, ja. Nee, mega der Laden auf jeden Fall. Kann man echt weiterempfehlen. Geh aus dem Nichts. Wir gehen so spazieren aus dem Nichts. Kommt der damit? Wie krass dieses Angebot bei den Büchern eigentlich war. Das war echt krass, Mann. Yeah. Ich habe für 2 bis 3 Erwachsene gegessen und das waren keine 12 Euro, die ich gezahlt habe, Mann. Echt gut. Leute, geht's hin. Apropos Preis-Leistung. Da ist dieses kranke Rindfleisch. Was? 22, 23 Euro gekostet. Ohne Reis, ja Mann. Aber es war echt mega lecker. Aber Preis-Leistung stimmt halt überhaupt nicht. Schaut mal, was ich mir gegönnt habe. Melon, da kann ich nicht nein sagen. Wir warten auf Demi, der lässt sich den Bart machen. Ihr wisst, ich habe keinen Bart. Aber das war ernst der kranke Rewe. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Also die hatten erstens dieses Special Popcorn, was ich bei Crispy Rob gesehen habe, was bei mir seit einem Monat rumliegt, was ich extra bestellt habe. Das hatten die einfach so im Regal, plus die hatten so Twinkies und so. Ich habe mir das gesehen, ich so, hä? Die haben einfach so Twinkies, krass. Das habe ich gemeint, hier ist die Straße, links die Kreuzung, Pizza Hut, Kino. Ja, ich habe es echt verwechselt. Weißt du, wo ich dachte, wo Pizza Hut ist? Da rechts. Ja, tatsächlich. Irgendwas hat es recht. Er hat doch, die hat den Fall gelöst, mein Freund, Mann. Echt, ich Mann. Mein Gott. Wir haben darüber diskutiert, wo der Pizzat ist. Diesmal hat er aus als Edge, hat doch Oh mein Gott, Schild, Chikodorf hat versagt, Hogwarts. Okay, ihr wisst, da hinten ist das Cinemax. Da war ich letztens. Oh, und da vorne ist Hatas Köfte, Habal Grill. Ihr seht, krasse Mengenmasse. Wir wollten nur mal kurz vorbeischauen, wie viele Leute da eigentlich tatsächlich anstehen. Ihr wisst, ich habe den Laden am Mittwoch schon ausprobiert. Da hatten die so Probeeröffnung. Schmecken tut es nicht wirklich, kann man nicht empfehlen. Aber Star Power als Star Power. SSEO ist auch hier am Start irgendwo, habe ich gesehen, in den Stories. Und an anderen Städten sah es viel krank aus, Mann. Das ist fast gar nichts. Ich dachte, safe, bis da hinten alles voll da. Der Kerl auch drinnen, oder was? Nein, das ist nur. Was? Das ist ein anderer Rapper, Mann. Okay. Keine Ahnung, Mann. Na
Man merkt die Zielgruppe. Wir sind nicht dabei. Seht ihr oben soweit, Leute? Ich kann gar nicht reinzoomen. Doch, eigentlich kann ich schon reinzoomen. Nee, kann ich doch nicht. Das Vater. Okay, geh mal Eis essen. Okay, geh mal Eis essen, Mann. Mein Gott, tödliches Wetter draußen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Xatar und SSIO gesehen. Von der Ferne, aber das reicht mir, weil bin jetzt kein Fan von denen oder so. Ich habe das gepostet. Haben schon ein paar Leute geschrieben, hey, boah, cringe, dies, das. Traurig, sowas zu sehen. Hä? Verstehe ich gar nicht. Also, da waren halt junge Kids. Die feiern die halt und wollten die sehen und sind halt dorthin gegangen. Ja, Corona, dies, das, bisschen zu eng, Maske, dies, das. Aber ganz ehrlich, ist doch nicht cringe, wenn da ein paar Kids irgendwelche Bekanntheiten sehen wollen, die sie feiern halt. Wenn man schon mal die Gelegenheit hat und die irgendwie in der Stadt sind und da am Start sind. Also ich weiß nicht, was die auf Instagram da so rumhaten, weißt? Cringe, wie kann man da hingehen, so dies, das, hä? Ist doch geil, nutz doch die Chance. Wie gesagt, das sind jetzt nicht zwei Überklasse, die ich feiere, aber wenn da, wenn nicht jünger wäre, also was heißt, wenn ich jünger, auch jetzt, man, wenn da irgendjemand ist, den ich feiern würde, direkt dorthin. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute, und von Dimi und unserem wöchentlichen Mittagessen. Schaut's gerne auf Twitch und Instagram vorbei. Twitch schwächen wir in letzter Zeit, aber Chong hat gesagt, demnächst wieder am Start. Also freut euch drauf. Ansonsten spätestens, wenn dieses neue Yu-Gi-Oh! Spiel rauskommt und ich das vielleicht regelmäßig streame. Momentan läuft eine gute Aktion auf Cake, falls ihr euch da noch unsicher seid, immer noch am Überlegen seid. Anmeldebonus ist momentan auf $50 gestiegen wegen einer Special-Werbeaktion für die Olympischen Spiele. Also schaut da gerne vorbei, weil ihr wisst, Cashflow ist King. Bitcoin, DFI, da rein investieren und in 10 Jahren, egal wie viele Jahre, auf jeden Fall in der Zukunft habt ihr ausgesorgt. Serious Business und ciao.